Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 154. Ja, gleich muss ich den Harvey aufwecken, denn es ist jetzt schon kurz nach 7. Ich würde sagen, bis 7:30 kann ich ihn vielleicht gerade so schlafen lassen. Und ja, dann muss er aus dem Bett springen und in die Schule gehen. Gerade so eben. Was machen denn hier die... Okay, diese Aura ist aktiviert und hier... Ah, die sind auch aktiviert. Also müsste er, wenn ich ihn hierher kommen lasse, sehr schnell konzentriert werden. So. Na, da scheint jemand freiwillig abräumen zu wollen. Das ist natürlich sehr löblich. Ja, er ist selbstsicher und immerhin im grünen Bereich mit der Energie. Aber der wird heute Nachmittag bestimmt ein Mittagsschläfchen brauchen. Naja, wenn er die 1 geschafft hat, sei ihm das vergönnt. Dann hat er das ganze Wochenende, um seine Manieren auf Vordermann zu bringen. Ja, der Rest ist noch gut. Hier, Empathie und Verantwortung. Gut. So, ab in die Schule, Leute. Noch 2 Minuten. Ja. So. Okay, jetzt geht's los. Und die Lola soll 3 Tage bis zum Unterricht. Naja, vielleicht ändert sich das ja noch. Manchmal gibt es da so einen Fehler in der Anzeige. Er muss in die Schule. Ob die Lola vielleicht zu spät Geburtstag hatte? Nee, sie muss auch. Ja, wunderbar. Geht mal alle schön fleißig in die Schule. Ich guck mal, die kriegen... Also... Sie, die Lola, wird wahrscheinlich sowieso auf eine 2 befördert. Und ich denke mal, der Matthias auch. Die lasse ich normal arbeiten. Und der Harvey muss fleißig lernen. Gut, dann ist das mal wieder erledigt. Ja, Jenny ist in Elternzeit, das ist wunderbar. Ja. Ich werde mal gucken, mit wem unterhält sie sich denn da? Über Familienmitglied nachdenken. Ja, das ist immer gut. Und ich werde mal schauen, ob es ihr was bringt, wenn sie Witze erzählt. Aha. Jackson gratuliert zur Freundschaft mit Gavin Richards. Das ist, glaube ich, der andere. Das ist nicht er. Er heißt Alex Jones. Oh, jetzt hat sie wohl die Juckkrankheit. Nun ja, es gibt Schlimmeres. Okay. Dann lasse ich sie nach dem Essen erstmal duschen. Okay. Auf noch einen Bissen, damit wir das erledigen können. Na komm. Ja, prima. Jetzt gehst du duschen. Und dann erzählst du... Mal gucken hier... Wo sind die Witze? Witze mit Followern teilen. Und dann lasse ich sie vielleicht einfach mal wieder ein virales Video hochladen. Und ein lustiges Meme beginnen. Das ist auch toll. Ich meine, sie hat sich ja seit Ewigkeiten... Oh, da ist auch der Shingo Sasaki. Der will jetzt zum Frühstück sich treffen. Über den will ich gleich noch was erzählen. Huch. Wahrheit sagen. So, also hier wollte ich noch ein virales Video hochladen. Jawohl. Also der Shingo Sasaki, der ist ja der Vater von dem nächsten Baby. Und der ist ja Kleptomane. Und dann dachte ich, okay, dann besorge ich dem eine Wohnung. Damit er nicht ständig hier vorbeikommt, denn den Kleptomanen kann ich in dem Haus nicht gebrauchen. Und dann dachte ich mir, wenn ich sowieso mit dem irgendwie rumdoktor, also so Wohnung geben oder so, dann könnte ich ihm ja auch einfach das Kleptomanisch sein abgewöhnen.
Aha, der Witz war nicht so gut. Was soll's? Und hier ist jetzt einer aufgewacht. Und darum habe ich ihn sozusagen in Therapie geschickt im KAS und habe ihn fröhlich gemacht statt kleptomanisch. Und ich hoffe, dass das klappt. Und dann kann der nämlich auch öfter als Vater kommen. Ja, Philipp, du bist traurig, weil du dich dreckig fühlst und außerdem bist du ein bisschen hungrig. Und keiner ist da. Die Mama ist schon da, wirst du gleich sehen. Aber hol dir erstmal was zu essen. Und dann kann die Mama dich vielleicht auch. Oh, dieses Meme wird niemals aussterben. Jenny hat 12.500 Follower dazu gewonnen. Sie hat nun, naja, alles Mögliche über 30.000 Follower. Ich guck mal, ob ihr das für die Arbeit irgendwas gebracht hat. Nö. Aber immerhin hat sie die Witze erfolgreich abgeschlossen. Aha, Nico Simst. Ja, für jede Freundschaft, die die Jenny schließt, kriegt sie dann einen Haufen Nachrichten. Ah, apropos, du könntest mal den Briefkasten leeren. Da sind bestimmt wieder jede Menge Geschenke angekommen. Und wir gucken mal nach dem armen Harvey, der schon wieder etwas müde wird. Ja, er könnte es schaffen. Jetzt ist er hier schon relativ dicht dran. Sorry, mein Lieber, streng dich an. Es lohnt sich. Das wäre dann dein letzter Schultag. Aha, Jenny kriegt schon wieder eine Nachricht. Der. Naja, jetzt hat er schon aufgelegt. Bade du einfach mal dein Söhnchen, Philipp, baden. Und danach lasse ich sie mal gärtnern. So. Simba Kimba? Ich glaube, Simba Kimba sagen die meistens, wenn sie baden wollen. Okay, Garten pflegen. Alles ernten. Da geht's ja hier zu wie im Taubenschlag. Und nichts weiter zu entwickeln. Ja, alle perfekt. Wunder, wunderbar. Tja, welche Pflanzen könnte man denn noch mal, wie im Taubenschlag nach veredeln? Tja, wenn ich das nur wüsste. Das hier sieht mir noch so ein bisschen viel mit Grünzeugs aus. Ja, wenn Jenny nachher Zeit hat, dann lasse ich sie noch mal nachveredeln, damit der Anteil der Drachenfrüchte höher wird. So. Und Alina und Jens. Alles klar, erstmal ein Gläschen Wasser holen. Das ist eine gute Idee. Ja, Wasser trinken ist gesund. Fühlt euch wie zu Hause. Stehen Sie da in den Bädern rum und trinken Wasser. Okay, und wahrscheinlich kann der Philipp mit denen nicht mal reden, oder doch? Irgendwas? Sprechen? Ja. Na, das ist doch gut. Liebhaben. Das gucken wir uns mal an, wie das geht. Das Liebhaben, so. Wo haben wir denn den besten Blickwinkel? So vielleicht? Ja. Okay. Ach, jetzt geht er um sie rum. Ja. Was, sie will das nicht? Hey, das ist dein kleiner Bruder. Stell dich nicht so an, du Zicke. Sonst nehme ich dir den Schlüssel weg. Ja, siehste, so geht das. Ja, mal gucken, ob noch mehr geht. Spielen. Ja, spiel doch mal mit deinem kleinen Bruder, wenn du schon zu Besuch kommst. Ja? Dann kriegst du auch einen Screenshot. Aber Baba, mit dem wilden Bär. Jawohl. Super gut. Ja. Und jetzt anpirschen und screenshotten. So.
So ist doch ganz schön. Okay. Jetzt könnt ihr weitermachen und euch vergnügen. Och, wie süß. Gut, und Jenny spielt jetzt hier Basketball. Weißt du was, meine liebe Jenny? Da du jetzt offenbar hier gerade Zeit hast und dich halbwegs wohlfühlst, könntest du hier nochmal Ableger nehmen. Die behalte ich derweil im Auge. Das klappt doch gut. Und er lernt sogar was dabei. Ah, dann können wir hier vielleicht noch mal irgendwas Tolles. Bücherhilfe. So. Und veredeln. Jawohl. Und noch ein Ableger. Nur 4 Stück. Dann bin ich für diese Runde zufrieden, Jenny. So. Okay. Veredeln. Und noch ein Ableger. Jawohl. Und habe ich wohl zu früh drauf geklickt. Mehr Auswahl. Veredeln. Jawohl. Und noch ein Ableger. Na, das ist doch wunderbar, wie der kleine Philipp lernt durch seine große Schwester. Ja. Ja, Levelaufstieg. Super gut. Jenny, wenn du schon hungrig bist, könntest du eigentlich was kochen? Mal gucken, was sie uns da beim Mittagessen vorschlagen. Wie wäre es mit einem fleischfreien Monte Cristo Sandwich? Ah, sie hat hier die Tigerkrankheit. Mal gucken. Da lasse ich sie vielleicht mal Medizin nehmen, falls sie die einstecken hat. Ja, hat sie. So, Medizin nehmen. Ah, sehr gut. Lola ist jetzt Zweiergrundschülerin. Wunderbar. Matthias ist auch Zweiergrundschüler. Ah, und Harvey ist Einser-Oberschüler. Okay, der feiert jetzt natürlich noch nicht Geburtstag, weil der soll ja jetzt noch seine Manieren hochkriegen. Aber jetzt lasse ich den erstmal kommen. Einsame Pause. Frage andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Sehr gut. Und du guck dir einfach mal Fische an und dann könntest du vielleicht. Ist er eigentlich auch hungrig? Nö, kaum. Könntest du vielleicht ein bisschen Basketball spielen? Vom großen Spiel träumen und dann hältst du ein Mittagsschläfchen, damit du wieder fit bist. Naja, das muss doch Spaß machen. Naja, vielleicht zu müde. Ja, da ist das Monte Cristo Sandwich. War der kleine Zwockel braucht jetzt mal Töpfchenhilfe. Warte mal. Töpfchenhilfe kriegt er am besten von Jenny. Ja. Und das stelle ich mal in den Kühlschrank. Ah, er hat da was zu essen oder ist das Jennys Essen? Naja, das räume ich mal auf den Tisch. So, da steht es besser. Jenny, ich wollte gern, dass du ihm hilfst beim Töpfchen gehen. Ach, das klären die erst. Gut. Ja. Dann ist ja in Ordnung. So. Wunderbar. Wieder.
Okay, ja, jetzt gucke ich noch mal, was seine Level so machen. Ja, jetzt hat er schon in zwei Sachen Level 3 und die anderen sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Gut, die Schulkinder. Nein, kein Chaos machen. Also, wenn du Chaos machen willst, dann gehst du lieber duschen und danach machst du Hausaufgaben. Da versuche ich mal wieder, sie hier an den Tisch zu setzen. So. Hausaufgaben machen. Und du, Bübchen, du gehst mal hier duschen. Und dann machst du auch Hausaufgaben. So. Nicht Tisch decken, sondern Hausaufgaben machen. Okay. Und ja, Harvey schläft noch ein bisschen. Ja, das ist jetzt so halbwegs. Tja, wie lange kann ich ihn da noch schlafen lassen, damit das Sinn macht? Vielleicht so, bis es so gerade eben ins Grüne reingeht. Gut, wunderbar. Jenny, du könntest das mal säubern und dann kannst du mal dein Essen essen. So. Und der Philipp, der soll mal was für seine Bildung tun. Da lasse ich ihn hier einfach mal mit den Bauklötzen Formen üben. Und danach soll er sich eine Runde Kleinkindervideos ansehen. Ja. Und dann sehen wir weiter. Ja, jetzt ist er grün. Gut. Dann soll der mal ganz effektiv zweimal Fische beobachten. Und dann vielleicht mal ein Schaumbad nehmen. Und ich hoffe, dann kann ich ihn wieder mit Manieren und sowas traktieren. Kann er hier eigentlich irgendwelche höflichen Sachen machen? Ob nach Entbindungstermin fragen höflich ist? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Ja, die Möglichkeiten sind schon sehr eingeschränkt, wie man das alles steigern kann. Leider, leider. Aber ich denke, wenn der fertig gebadet hat, dann wird er was essen wollen. Ja, nimm dir das mal. Und Hausaufgaben muss er nie wieder machen. Nur 100-mal den Tisch decken. So. Oh, der Spaß ist immer noch ganz schön weit unten. Also Manieren. Muss freundlich vorstellen, den Tisch decken, das Geschirr abwäschen oder Komplimente machen. Vielleicht schicke ich den dann auch einfach mal in der nächsten Folge irgendwo weg, wo er sich Leuten vorstellen kann und Komplimente machen. Das probiere ich mal aus. So, wenn hier sozusagen alles in trockenen Tüchern ist. Philipp, was ist dein Problem? Genug von Klötzen? Oh ja, das ist ja ganz schlimm. Naja, immerhin, er ist hier fast auf Level 3. Das müsste der morgen schaffen. So, Matthias hat die Hausaufgaben fertig. Er ist konzentriert und hungrig. Weißt du was, mein Bub? Mach doch noch mal die Zusatzhausaufgaben, dann ist das schon mal erledigt. Und du, meine Liebe, mach auch mal Zusatzhausaufgaben. Was haben die eigentlich für Level? Hier Level 3. Gut, noch ein, zwei Bilder. Und dann kann sie Vampirbuch lesen. Und er ist damit schon fertig und kann dann gleich nach dem Essen Vampirbuch lesen. Okay, öffnen.
Na, soll er sich mal was davon nehmen? Und dann Vampirbuch lesen. So, aha. Der soziale Medienstatus wurde aktualisiert und sie hat 20 neue Follower gekriegt. Das ist ja nicht so viel. Ah, hier von Matthias. Also hier rein. So. Dann nimmst du dir was zu essen. Nach den Hausaufgaben. Und dann malst du noch zwei Bilder. So. Okay. Gut, ja, und ich sehe gerade, dass ich schon wieder Schluss machen muss mit diesem Teil. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!